Und damit ein herzliches Willkommen wieder zurück zu Nioh 2. Part Nummer 4, glaube ich, müsste Part Nummer 4 sein. Ich habe mich bzw. uns neu eingerüstet bzw. ausgerüstet. Haben ein fettes neues Schwert auf dem Rücken, was ich übrigens nochmal wechseln muss, fällt mir gerade ein, weil ich habe das nämlich doppelt auf dem Rücken. Ja, einmal hier das Yamato Odachi und einmal das Yamashiro Odachi. Und mir fällt es schwer, das zu lesen. Tatsächlich, ich muss gerade mal gucken, welche ist denn besser? Die nehmen wir. Genau. Ich bin nämlich ein sehr großer Freund, wisst ihr, von den Doppelkatanern. Und da hauen wir den Boy auch gerade mal auf die Fresse. Komm her. Also den können wir richtig zerschnetzeln gerade, richtig geil. Ich habe mich übrigens im letzten Part nochmal aufgelevelt. Habe nochmal kurz ein paar Amrita bzw. Seelen gefarmt. Und ja, dann quasi nochmal einmal aufgelevelt. Und jetzt geht es nämlich weiter. Wir wollten nämlich in dieses Tor da rein. Ich weiß nicht, was hier passiert, wenn wir da reingehen. Ob da jetzt ein Boss kommt, ob da jetzt kein Boss kommt, ob wir da in eine neue Ebene reinkommen. Ich weiß es wirklich nicht. Müssen wir testen. Ich befürchte, es kommt ein Boss. Und das wäre nicht so praktisch, weil ich bin noch nicht ready für einen Boss. Das sieht mir wirklich nach Boss aus. Scheiße. Okay, das ist bisher nur ein Baum. Mit einem Baum komme ich... Ach, scheiße, da versteckt sich doch was. Das ist nicht gut. Das ist noch viel schlechter. Das... Ach, nö. Dein Ernst? Fuck. Boss-Time. Freudi, 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 Freund. Okay. So, was passiert? Wir können... Was drücke bei einer gegnerischen Wutattacke im richtigen Moment R2 und was? Ah ja. Okay. Das funktioniert ja einwandfrei. Oh, Kacke, Alter. Fuck. Das funktioniert ja hier richtig gut. Ich habe ja richtig Bock auf den Boss. Ja, super. Komm her. Ah ja. Ich darf nicht vergessen, wenn wir einmal sterben, sind wir tot. Oh. Gott! Das war scheiße. Ja, von Mezuki totgeschlagen. Ich merk's. Es ist doch viel zu früh für einen Bossfight. Fuck. Bin doch gar nicht richtig wach. Mit einer Beschwörerkerze kannst du deinen Schutzgeist vom Grab, das er schützt, zurückrufen, zusammen mit dem dort gespeicherten Amrita und Seelenkernen. So, also. Lass mal zeigen, was macht er denn da? Verbrauche ein Anima, um einen Wuchtkonter einzusetzen, der von deinem aktuellen Schutzgeist abhängt. Der Brecher Wuchtkonter verwandelt dich vorübergehend in einen Joker und entfesselt damit einen mächtigen Angriff. Wenn es dir gelingt, mit dieser Technik eine feindliche Wutattacke zu unterbrechen, wird dem Gegner hoher Ki-Schaden zugefügt. Ach so, okay. Ah, alles klar, ich verstehe. Diese Wutattacke. Alles klar, kriege ich hin. So, dann. Ja, läuft das doch ganz gut bisher, ne? Oh Mann, das kann ja was werden jetzt. Boss-Time, würde ich sagen. Boss-Time. Machen wir platt. Aber jetzt nicht jedes Mal das Intro, oder? Ne. Ah ja, ich verstehe. Alles klar. Komm her. Wah.
Okay, ich weiß nicht, was ich da gerade getan habe. Aber ich habe ihm auf jeden Fall ein bisschen Schaden abgezogen. Finde ich gut. Nein, 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 nein. Ah! Aber wir werden ein Stückchen besser. Wir müssen einfach nur ein bisschen schnetzeln und dann kriegen wir das hin. Komm, weiter. Ich will ihn jetzt platt machen. Ich will ihn wirklich platt machen. Aber wie war denn diese... Oh Mann. Ja, ich habe gerade mal ein Kombo versucht, aber das hat nicht so hundertprozentig hingehauen. Und letzter Angriff. Komm. Wow. Wow, komm her. Ja, das kann ja jetzt wirklich was werden. Wir behalten das einfach mit dem Schwert hier. Wir müssen uns das merken. Mit dem Wuchtkonter, weil das hilft auf jeden Fall extrem weiter. Komm her. Jetzt macht er natürlich nicht. Aber klar. Was zum Fick, Junge? Komm her! Wow, super. Okay, wunderbar. Ausgeglichen, passt. Ach so, natürlich. Okay, wollen wir es probieren? Nee, so nicht. Und noch einmal ausweichen und weg hier. Wir müssen was fressen. Das macht ja hier echt Laune. Komm her. Ach, super. Tschüssi. Ach so. Ah, alles klar. Fuck, ey. Ich muss doch ein bisschen reinkommen. Ich muss wirklich noch ein bisschen reinkommen. Warte mal, der hat eine zweite Phase? Fuck you. Ich hätte nicht gedacht, dass der eine zweite Phase hat, was ich jetzt nicht so geil finde. Ehrlich gesagt. Ich habe nichts mehr zu fressen, war klar. Na klar. Alter, das gibt's doch überhaupt nicht. Jetzt mal ohne Scheiß, was zum Teufel? Das kann doch nicht sein, Oh Gott. So. Weiter, wir probieren es weiter, bis wir den Pisser schaffen. Ich finde es ja gut, dass hier der Schrein in der Nähe ist. Oh Mann. So, endlich. Gut, zweiter, dritter, fünfter, achter Versuch, ich weiß es nicht. Aber langsam kommen wir dahinter. Okay. Natürlich. Sickt mich ein bisschen an. Ist kein Problem, Digi. So, wie viel kriegen wir denn? Oh, wir sind eigentlich komplett wieder am Arsch. Wir sind eigentlich... Toll. So ein bisschen komme ich rein langsam. Ah.
Jetzt, das war, glaube ich, ein Fehler. Na klar. Ist kein Problem. Ich weiß gar nicht, was sie haben. Die Yokai-Form knallt doch übelst rein. Oh nein. Aber jetzt weiß ich, wenn der sich verwandelt, können wir nochmal ordentlich draufballern. Das ist gut. Und wir haben über die Hälfte abgezogen. Trotz... Jetzt bin ich am Arsch. Nee, doch noch nicht. Doch noch nicht. Jetzt aber. Nee? Auch. Jetzt aber. Scheiße! Aber wir werden immer besser. Es wird langsam immer besser. Ich find's... Ich feiere es. Ich habe wirklich Bock auf diesen Drecksack. Ich will diesen Mistboss wirklich fertig machen. So, komm her. Du... So, danke. Wunderbar. So, wir machen den jetzt. Wir machen den jetzt langsam platt. Wir machen den jetzt langsam platt. Ohne Scheiß. Kann doch nicht sein. Einfach nur ausweichen. Ist doch nicht so schwer. Ja, super. Kann ich denn eigentlich... Ah ja, ich kann so wegrennen. Oh nein, wir müssen weg. Der greift uns nämlich. Das habe ich jetzt gerade vergessen. Oh, der hat mich wieder getroffen. Bin ich tot? Jo. So, Boss-Time. Irgendwie müssen wir den doch schaffen hier. Irgendwie müssen wir den doch noch kriegen. Ich habe gerade... Ich habe kein Ki mehr. Ach so, weil das da einfach nicht regeneriert. Ich verstehe. Und weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Okay, das war knapp. Ey, diese Drecksangriffe. Furchtbar. Hilfe! Ah ja, ich verstehe. So. Okay, 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 alles klar. Hilfe. Kriegen wir den jetzt hier langsam mal platt, bitte? Boah, das war knapp. So, kommst du her? Ach komm, ich bin doch ausgewichen. Jetzt mal ohne Mist. Ich bin doch wirklich ausgewichen, Alter. Oh nein. So, mal gucken, ob wir ihn jetzt so wegkriegen. Jetzt hat er uns schon wieder gegriffen. Das ist doch der Wahnsinn. Na komm schon. Oh, wir sind übrigens gerade wieder in der normalen Form gewesen. Gar nicht gecheckt. Alter, das gibt's doch überhaupt nicht. Wow. Das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ich beschmeiß dich gleich mit einem Stein. Oder auch nicht. Das ist echt verrückt, wie der uns auseinandernimmt nach wie vor. Ja, ich weiß, wie der Buchkonter funktioniert. Scheiße.
komm schon. Na komm! Was ein Sack! Okay, was passiert jetzt? Okay, ich glaube, wir sind am Ausrasten, aber wieso? Danke. Abnagatta ne. Mou skoshi de ayakashi ni natchimau toko da. Nice. Boss gelegt. So muss es sein. So, was kriegen wir denn hier für Stuff? So, Mitsuki Seelenkern. Hiromon hirotta ra. Kochi ni kite kure. Na klar, wir nehmen uns alles, was wir nehmen können. Was geht? Die Mission haben wir abgeschlossen. Geil! Voll gut! So, und jetzt? Müssen wir jetzt mit ihm reden, oder was? Müssen wir jetzt wirklich mit ihr reden? Tatsächlich. Aber dann lass uns erstmal kurz ausrüsten. Lass uns erstmal hier ein bisschen... die Stahlaxt. Schwarzstahlaxt. Fett. Die nehmen wir doch. So, was haben wir hier? Okay. Aber die finde ich eigentlich ganz nett. Die nehmen wir auch. So, den Langbogen, ja, lassen wir so, wie es ist. Die Haube des einsamen Wolfes brauchen wir nicht. Wir haben hier noch einen Kürass, den haben wir sowieso gerade an. So, geil. Stärkere Handschuhe. Schade. Shinobi, Hakama. Hakama, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Und bessere Schuhe. Perfekt. Puh, das war anstrengend. Das war wirklich anstrengend. So, was haben wir denn jetzt hier? Heiliges Wasser. Wasser, das durch ihren... Okay, die Ki-Beschleunigung brauchen wir. Die Frucht... Was, die Frucht der Lampionblume? Eine mehrwertige Pflanze aus der Familie der Nachtschattengewächse. In Japan besteht der Brauch, diese Pflanze als Dekoration für das Sommerfest Abon zu benutzen, bei dem die Menschen zu den Geistern ihren Ahnen beten. Ach so, da steht's doch. Erhöhe damit deine Anima. Alles klar. Brauchen wir nicht. Beschwörerkerze, eine spezielle Kerze, die Schutzgeister und Amrita aus Gräbern herbei. Auf dieser seltenen Gegenstand wird aus natürlichem Wachs. Okay. Kräutermedizin, das sind alles. Ach du Scheiß, was soll das denn sein? Rechtschaffen der Japsis. Dieser Edelstein, der strahlt bei seiner Benutzung, wird ein Segensgrab an deiner Position platziert. Dieses kannst du selbst zwar nicht verwenden, du erhältst jedoch Belohnung entsprechend der Anzahl seiner Verwendung durch... Ach ja, chillig. So, dann haben wir hier, genau, Amrita, dann hier 100 Stück. Okay, brauchen wir erstmal alles nicht. Alles klar. Können wir noch irgendeine Fähigkeit? Ja, hier unten das Adachi. Odachi. Du ziehst das Schwert und verführst nur möglich, wenn das Schwert in der Scheide steckt. Ja, komm, können wir da machen. So, haben wir noch was zum Freischalten gerade? Nö, ja gut, hier. Aber da weiß ich noch nicht, was ich nehmen soll. Deswegen lassen wir das erstmal. Wir sprechen jetzt erstmal mit dem Dude. Warte mal, kann ich auch wieder normal so zurück? Nö. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich die Mission geschafft. Okay, ich dachte... Okay, alles klar. Ja, müssen wir dann. Jawohl, oder nicht? Ich warte. Funi.
Hide. Komm. Yoshi. Ja, Hide no Jina. Yubiyasui da. Geil.知恵を頼りに霊石を売り歩く俺にはいつしか猿が取り付いた。お前は妖しを倒す妖し。だけど宿っている魂は紛れもなく人だ。俺たちは Kriegen wir hin. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Aber wir haben die erste Map noch gar nicht hundertprozentig erkundet. Das finde ich ein bisschen schade. Aber das können wir ja nachträglich noch machen, das ist halt ganz cool. Und der Affe ist irgendwie eigenartig. さあ、どうする?よし。どうせ行くとこないんだろ?来いよ。しかしすげえな。あんなごついの。で、喋れないのはなんかわけが。あ、すまん。まあ、いろいろあるわな。 Wieso habe ich das Gefühl, dass das quasi das Tutorial war? Also das Tutorial nach dem Tutorial. Oh shit. Und wir haben eine Trophäe erhalten. Neisenstein. Besessen von Masaru durch Geistteilung. Aha. So, das Dorf der verfluchten Blüten. Also, was haben wir denn hier? Durch diesen nicht enden wollenden Krieg vermehren sich die Yokai immer weiter und tragen den Krieg auch über die Grenzen von Mino hinaus. Das Ring der Samurai hat bereits die Provinzen Owari und Omi erfasst. Aber was soll's? Für uns ist das doch die perfekte Gelegenheit, uns endlich einen Namen zu machen. Deine Muskeln und mein Verstand kann nichts aufhalten. Ich verlasse mich auf dich, Hidi. Alles klar. Die Seelenkerne wurden nach Verlassen der Mission gereinigt und können eingestimmt werden. Seelenkerne können über die Option Schutzgeist wechseln am Schrein gewählt werden. Okay? Ah, alles klar. Ich verstehe. Ja. So, dann, was ist das? Ich führe Ruherituale. So, Seelenkern einstimmen machen wir. Kann ich dich benutzen? Ach, hier, guck mal. Ja, okay, passt. Ja, Mitsuki, den habe ich ausgewählt. Wunderbar. Ore no atsumeteru resegi ni wa ookina chikara ga atta. Ikoku ja Amurita tomo yobare, kuni no ikusa o kimechimau hodo nanda toka. Ima ya Hinomoto wa 力が物を言う戦乱の世。戦のたびにこいつが飛ぶように売れるってわけよ。だがこのご時世、怪しいやとうがおって命がいくつあってもだな。そこで腕っぷしの立つお前みたいなやつを探して立ってわけだ。まずは俺が 上得意にしてるお客に会いに行こう。付き合ってくれるだろう、秀の字。Okay, das können wir machen. Aber wo sind wir jetzt? Das sieht aus wie ein Trainingstutorial. So, gehst du niederknien, bester Tamahagen E3, Eisenbarren. Das ist Ausgangspunkt. Was haben wir hier? Blutverkrusteter. Okay, wir können auf jeden Fall unser Level aufsteigen.
Nebenmission, der finstere Wald. Ja, ich würde sagen, machen wir doch hier, fangen wir doch mit der Nebenmission an. Nebenmissionen sind wichtig. Offenbar hat sich eine Bande von Dieben im Wald eingenistet. Sie haben in den Dörfern in der Umgebung Angst und Schrecken verbreitet. Aber eines Tages hörten ihre Angriffe einfach auf. Sollten sie verschwunden sein, wäre das natürlich wunderbar. Aber irgendetwas stimmt hier nicht. Ich bin sicher, dass etwas anderes hinter dieser Sache steckt. Und keine Sorge, sollten die Banditen dann doch noch da sein, werden sie dir kaum das Wasser reichen können. Komm, machen wir uns auf den Weg. Okay. Ja, Attacke. Dieser mit einer üppigen Pflanzenwelt und reichlich Wasser gesegneten Wald diente lange Zeit allerlei Tieren als Zuflucht, bis die Schrecken des Krieges ihn erreichten und in einen anderen Ort verwandelten, den die Lebenden nicht mehr zu betreten wagen. Die Pflanzen nahmen nach und nach die stärker werdende dunkle Energie auf und verwandelten sich. Wulzin und Efeu wucherten so schnell, dass sie dem Wald rasch eine unheimliche Atmosphäre verliehen. Gelegentlich werden mutige Abenteurer durch Gerüchte über Geistersteine hergelockt, doch nur wenige kehren zurück und die Leichen der anderen dienen dem Wald fortan als Dünger. Ich weiß nicht, was am Anfang los war, da ich mich so oft verlesen habe. Vielleicht bin ich wirklich einfach noch zu müde. Ich brauche noch ein Käffchen. Neißenstein, da gehen wir doch gerade auch mal dran. Kors, wir haben viele, viele Seelen, die wir verwenden müssen. So, dann lasst mal gucken. Stufenaufstieg, perfekt. Wie viele können wir? Wunderbar, eine. Super. Herz, sieht doch eigentlich ganz geil aus. Was macht denn die Magie bisher? Ja, komm, machen wir. So, dann gucken wir doch gerade mal, beziehungsweise, so, Yokai-Fähigkeiten. Yokai-Fähigkeit aktivieren, Seelenkern auf Schutzgeist einstimmen und genug Anima sammeln, dann R2 und Dreieck oder Quadrat. Jeder Seelenkern birgt eine einzigartige Macht und jeder erfordert unterschiedlich viel Anima für die Aktivierung. Durch Zufügen von Schaden mit Yokai-Fähigkeiten kann die maximale Ki-Menge von Yokai-Gegnern verringert werden. Ein Schutzgeist kann auf bis zu 2 Seelenkern eingestimmt werden, denen jeweils ein Platz und ein Aktivierungsbefehl zugewiesen werden kann. Gut. Ach ja, jetzt verstehe ich das. Guck mal, wir können ganz viel auswählen. Was ist mit dir, Digi? Hi. Hidi, beeil dich. Schnapp dir die Geisterstimme und dann lass uns verschwinden. Alles klar, kriegen wir hin. Saugeil. Saugeil. Hi, du bist doch ein böser Bandit, oder nicht? Lass mal die Axt verwenden. Hi, Boy. Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass, Hilfe. Wow! Willst du mich verarschen jetzt hier gerade? Ich will doch nur ein paar Seelen haben noch. Wie viele brauche ich denn überhaupt? 4000, ne? Ui, den habe ich ein bisschen zerschnetzelt. Was können wir denn hier alles sammeln? So, Pfeile. Pfeile sind wichtig. Geist, kleiner Geisterstein. Hier ist nix. Okay. Ich würde da gerne wirklich noch ein... Warte mal, bist du gut? Nee, du bist böse. Glaube ich, ich weiß es nicht. Kann ich dich auch anzoomen, Boy? Kann ich dich anzoomen? Nee, dich kann ich nicht anzoomen, das heißt, du bist gut. Ich möchte einfach nur noch ein Level weiterkommen, aber gut, dann machen wir das einfach anders jetzt gerade. Benutzen. Bam. Und... Hatten wir nicht noch einen? Doch, ich hatte doch eben noch einen. Hier, wollte gerade sagen. Perfekt. Dann können wir doch gerade ein Level aufsteigen, oder nicht? Stufenaufstieg. Tatsächlich. Perfekt. Dann machen wir doch hier gerade mal das Herz. Wunderbar. Gut, meine lieben Zuschauer. Dann mache ich nämlich jetzt hier einen Schnitt und wir sehen uns dann im nächsten Part. Warte, Moment. Was stand hier jetzt gerade eben noch? Ach so. Okay. Verstehe. Alles klar. Funktioniert. Gut, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Wir sehen uns dann im nächsten Part. In dem Sinne... Habt noch einen schönen Tag, bleibt gesund und lasst es euch gut gehen. Bis dann, haut rein.